Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen zu Escape from Tarkov und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Customs. Wir müssen immer noch Scuffs für Prepper jagen und schon langsam sind wir in Zeitdruck. Ich habe das total verpeilt, dass die Mission wieder auf 24 Stunden zu erledigen war und musste natürlich heute den ganzen Tag arbeiten. Jetzt komme ich gar nicht vom Handballtraining. Das Schlimmste war, nach dem Training war jetzt noch 40er Geburtstag. Dementsprechend bin jetzt müde wie die Sau und muss jetzt die Quest noch machen, um nicht bei Prepper Minus zu bekommen. Ja, und jetzt haben wir noch 1,5 Stunden Zeit, um, boah, ich weiß gar nicht, wie viel Scuffs noch, 10 oder so zu töten. Ich hoffe, das schaffen wir. Wäre schon eine coole Geschichte. Aber richtig frisch bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ne? Lecker, die Recoil. Sehr runtergesprungen, anders kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich hoffe mal, dass es verreckt. Okay, das ist gut. Jetzt ein bisschen leiser wird. Dann hören wir die Leute besser. Oh yeah. Grafikkarten brauchen wir 10 Stück. Und hier steckt endlich mal ein USB-Stick. Nehmen wir auch definitiv mit.
Hä? Er ist doch gerade rausgelaufen. Level 23 und auch wieder mit der Axt unterwegs. Die Leute müssen echt Spaß haben da dran. Ich habe heute, muss ich gestehen, testweise auch einen Axt dran mal gemacht. Auf Wutz. Einfach nur um zu schauen wegen den Autobatterien. Habe aber leider keine gefunden. Bin auch zum Glück nicht allzu weit gekommen und ich hoffe, dass auch den anderen Axtern das so geht. Ja, jetzt bauen wir Scaffs. Am liebsten ist mir eigentlich immer, wenn ich jetzt hier auf die Scaffs ein bisschen warten kann, bis die spawnen. Aber das ist halt immer random, ne? Man weiß halt nie, wie viele spawnen. Okay, sie sind da. Was ich schade finde, dass wenn man jetzt hier drin ist, nicht nach seinem Lebenszustand nachschauen kann.
noch oder Müsimon ist jetzt 3, oder? Da haben wir noch 7. Okay. Richtig gut gerüstete Scaffs um die Uhrzeit unterwegs. Er ist doch jetzt auch gerade erst gespawnt, oder? Der hat mich echt gut am Kopf erwischt, weil der Helm ist nicht beschädigt. Und schon wieder Scaffs.
Mann, hat der wieder gegen meinen Helm getroffen oder wieso bin ich jetzt... Oh, leck mich doch am Arsch. Boah, bist du nasch. Bisschen Munition wäre jetzt gut. Echt viel haben wir wirklich nicht mehr. Nicht schön. Ja, ich muss mal weiter. Richtung Baustelle würde ich mir jetzt mal sagen. Also jetzt nur aufpassen. Hier spawnen die Zeit auch schon Spielerscaps. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die muss ich fast mit Single Shot spielen, weil die so einen Recoil hat. So ein Glück, auch noch die richtige Munition in der Kiste zu haben. Wow, das war wieder zu blutgeil.
Zwei Seigers hat er sich gestohlen. Immer auf dem Kopf. Mein armes kleines Gehirn. Ganz stark, Wüst. Bist echt am Arsch. Wenn ich es nicht immer vorher schon wissen würde. Naja, zumindest haben wir 3, 6, 8 Scaffs erledigt. Jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch 2 oder 3. Von dem her sollte man das hoffentlich bald packen. Und das Coolste ist, wir haben eine Grafikkarte. Und was noch cool ist, ein Flash Drive. Und endlich das passende Dogtag. Jetzt können wir hier bei Rackman so einen tollen Helm kaufen. 1, 2, 3. Oder na, Full Auto geht hier noch nicht. 4. 6 und 7. 7. Deal. Das ist ein Helm, Stufe auch 3. Also besonders ist jetzt der auch nicht. Aber für 7 Doctags. Naja, kostet aber auch. Jetzt sagst 7 mal 10 ist 70.000. Naja. Das ist jetzt nicht das beste Geschäft. Ja, ich rüste mich mal für den nächsten Raid aus. Wir brauchen noch 2 Scaffs. Ich hoffe, das schaffen wir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder in Tarkov. Für dich, servus, Dr. Wü.